So, liebe Freunde, die Konsole ist neu gestartet. Ja, hier kriegt man wieder angezeigt. Angezeigt, ja. Angezeigt, was alles Neues ist. Ach ja, das doppelte Höhenlimit für Karten ist ja auch da. Man kann jetzt doppelt so hoch bauen. Neue Tutorial-Welt und neue Easter Eggs. Ja, okay. Das interessiert mich nicht so wirklich, diese Tutorial-Welt. Ich finde es lieber so raus. Bevor wir jetzt hier auf Starten, auf Laden drücken, mache ich mal die Digitalkamera bereit. Dann werde ich nämlich den Screenshot auf eine andere Art und Weise machen. Ist vielleicht von der Qualität her dann nicht so toll, aber okay. Besser als dass jetzt wieder die Konsole abkackt. Also ich frage mich, was die manchmal im Serd-Test machen. Nur rumalbern wahrscheinlich und Blödsinn, anstatt mal wirklich alles da zu testen, was es zu testen gibt. Und dann hat man immer wieder Probleme mit den neuen Titel-Updates von Minecraft. Ah, jetzt habe ich natürlich den Ocelot nicht bekommen. Wo ist er dann? Ocelot, wo bist du? Darf ihn nicht erschrecken. Na, seht ihr? Er ist scheu. Ich will ihn doch nur fotografieren. Voller Zoom. Ui. Keine gute Quali. Er sollte sich mal uns ein bisschen mehr zeigen. Ich würde mich übelst freuen, wenn. Was ist denn, wenn ich Start drücke? Ja, gut, passiert nichts. Wenn wir jetzt mal ein ordentliches Bild von dem erwischen, wenn er uns anguckt oder so. Jetzt, komm, komm, komm schon. Sorry, dass ich momentan nicht so viel mache, aber ich bin total aufgeregt und möchte gerne diesen Ocelot fotografieren für euch. Ein Ocelot in freier Wildbahn, der erste. Oh, da ist ein Dschungelsetzling. Da haben wir doch schon mal was. Das holen wir uns natürlich gerade mit. Komm schon, Ocelot. Nee, sie sind ja verdammt schwer zu fotografieren. Da hinten ist ja auch ein Dschungelsetzling. Juhu, sammeln wir die zunächst mal ein. Der Ocelot haut wieder ab, aber er kann ja nicht so weit weg. Mal hier mal die Schu ach, die Dschungel-Ocelots wollte ich sagen. Die Dschungelbäume. Und es wird dunkel. Vielleicht haben wir Glück und können dann uns sogar so ein Ocelot zähmen. Komm schon, Ocelot. Zeig dich, bevor es zu dunkel wird für ein Bild. Hey, das ist wirklich schwer, mit dem Controller hier zu lenken und gleichzeitig mit der Digitalkamera. Wir hätten so ein schönes Bild gehabt, wenn die Konsole nicht abgeschmiert wäre. Danke! Da kam er genau auf uns zu, hat uns schön angeguckt. Jetzt muss ich auch aufpassen, dass die Gegner nicht kommen. Ich glaube, das lasse ich gleich, das Unterfangen. Oh. Jetzt ist er gerade wieder hinterm Blatt verschwunden, wo die Kamera fotografiert hat. Das sieht der Mond auch schon wieder anders aus. Haben sie das auch geändert? Wir müssen Geduld haben. Wie Crocodile Dundee. Oh je, jetzt war er ja, so nah dran. Es war klar, dass ich Kameraposition verändert habe. Wir machen uns mal hier ein bisschen Licht. Nicht, dass wir da gleich in die Luft gejagt werden von hinten. Das Gute ist, Ocelots vertreiben Creeper, also nicht Ocelots, sondern Katzen, wenn die in der Nähe des Spielers sind. Und eine Katze ist ein gezähmter Ocelot, aber dazu bräuchten wir Fische und den wollte ich eigentlich auch mitnehmen, aber das ist das, was ich vergessen habe. Aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, ganz ehrlich, dass wir jetzt hier einen Ocelot entdecken. Alter, der verschwindet, der hat die Gabe. Jedes Mal verschwindet der hinterm Blatt. Wenn ich auf den Auslöser drücke. Habe ich gerade ein Skelett gehört? Oder sonst was? Deswegen spielen wir auch mit den neuen Tönen, weil es gibt auch neue. Alter, ich krieg den nicht. Mal was essen.
komm, jetzt hoffentlich bewegt er sich bei uns in die Richtung. Ah. Komm doch. Ja, guck. Oh! Du Sauhund! Katze, Ozelot, Tiger. Wow! Skelett! Das sieht uns gar nicht. Dummes Skelett. Ich bin He-Man. Die Experienz. Die sammeln wir natürlich gerne. Hallo Ocelot. Du bist auch schon wieder da. Was mich jetzt freuen würde, wenn wir eine Spinne treffen würden. Ach nein, wir haben nur einen Dschungelbaumsetzling. Nicht, das andere waren normale Bäume. Komm jetzt, aber bitte ein Bild. Einmal schieß, bitte. Schon wieder genau hinter das Blatt gesprungen, als ich auf den Auslöser gedrückt habe. Jetzt aber. Da haben wir doch schon mal ein Bild. Das halbwegs akzeptabel ist. So, okay, das reicht. Ich würde nämlich jetzt gerne noch eine Spinne finden. Es ist schade, dass hier keine weiteren Dschungelsetzlinge bis jetzt getroppt sind. Ich hätte da eigentlich auf ein bisschen mehr gehofft. Ach, da unten ist noch ein Stück vom Baum. Da auch. Spinne, wo bist du? Da ist ja auch noch ein Stück vom Baum. Aber das war ein normaler Baum, oder? Ja. Das sind hier ein bisschen ineinander gemischt. Wo ist denn das Vieh jetzt hin? Ah, da unten. So, da gucken wir mal, ob wir jetzt gerade vielleicht eine Spinne finden. Ich würde so gerne diesen Ocelot hier tamen. Sonst sind diese Mistviecher überall. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Zombie? Lange nicht mehr mit Gegnern gespielt, muss man sich jetzt auch mal wieder dran gewöhnen. Ja, wenigstens gibt es ein bisschen EP. Da ist eine Spinne. Die schwimmende Spinne. Und wir schwimmen zu ihr hin. Und ich schwimm zu dir rüber, weil ich deine Fäden mag. Ah, so langsam geht die Erkältung wieder ein bisschen, wird die Stimme wieder ein bisschen. Ich sollte das nur nicht zu sehr provozieren. So, jetzt machen wir uns eine Angel. Ein schöner Eingang, interessant. Da leuchtet's. Oh, das könnte... Ah! Mistvieh, verpiss dich! Eieiei. Ah, die Angel sieht auch besser aus. Da haben wir schon einen Fisch. Dann haben wir wieder ein bisschen Licht. Und... Fisch, wo bist du? Hier ist der Fisch. Jetzt schwimmen wir rüber. Ein Fisch reicht wahrscheinlich nicht.
tamen. Es gibt drei verschiedene Katzenarten, also in die, die sich dann verwandeln können, wenn man die getamed hat. Da oben ist er noch, das ist schon mal sehr gut. Müssen wir nur noch ein paar Fische fangen. Komm schon, beiß! Beiß mir in den Arsch! Ey, was war denn das? Okay. Schon wieder normalen Baum. Ich will doch keine normalen Bäume. Ich will Dschungel. Dschungel. Dschungelsetzling. Ich will doch nur den Ocelot zähmen. Komm, gib mir ein Viech. Wer hätte das gedacht, dass bei dieser Erkundungstour eine Angeltour wird und eine Raubkatzen-Safari. Zack, da haben wir den zweiten Fisch. Also vier möchte ich haben, um zu versuchen, dann das Ding zu zähmen. Das ist toll, schade, dass wir jetzt hier nur so einen kleinen Dschungel haben. Das gefällt mir eigentlich gut, hier ein bisschen mehr, so ähnlich wie... Ah! Creatures Mod. Ein paar Gegner mehr, ein paar Tiere mehr und so. Ein bisschen mehr Leben in der Minecraft-Welt. Oh, Lehm. Das tut dem Ganzen recht gut. Also weit sehe ich gar nicht bald. Komm schon. Beiß an, Fisch. Oh, Matsch ist der Fisch. Bevor der Ocelot verschwindet. Jawohl. Wir können es mal probieren mit drei. Weiß zwar nicht, ob es reichen wird. So, wir müssen uns ducken und den rohen Fisch in der Hand behalten und Richtung Ocelot, glaube ich, schauen. So dass der sich uns von selbst nähert. Wir dürfen nicht zu nahe kommen und uns nicht bewegen. Dann wird er erschreckt und jetzt schwimmen gegangen oder was. Ja, das Problem ist hier diese Unförmigkeit. Oh. Komm schon. Komm. Ja, du darfst gerne kommen. Du brauchst keine Angst zu haben. So langsam guckt da. Ja, jetzt läuft er seine Runden. Ja, und jetzt kommt er. Zähmen. Zähmen. Es hat nicht gereicht. Ganz schön verfressen, das Vieh. Habe ich gerade oben noch einen Ocelot gesehen oder habe ich jetzt Hallos? Ja, die Fische beißen hier auch nicht gerade so toll. Da ist noch ein Ocelot. Das kann doch nicht der sein, oder? Nee, das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, die wären selten. Da haben wir hier 2 Quadratmeter Dschungel und... eine ganze Bagage Ocelots. Leute, das ist ja... fantastisch ist das. Wir gehen mal näher ran. Versuchen es mal. Vielleicht reicht ja jetzt dieser eine. Da ist noch ein Ocelot da hinten. Ich glaube, ich... mir Schwein... mir Pfeil... bla 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 bla. Mein Schwein pfeift.
Verdammt. Ja, der hat ja jetzt natürlich so blöd zu mir gestanden, dass ich ihm das Ding nicht geben konnte. Ah, vorsichtig bewegen, Mensch. Ich habe aber ein Gefühl im Finger wie ein Vollidiot momentan.